Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Wegfall der EEG-Umlage im Juli 2022. Da wird die EEG-Umlage komplett wegfallen. Das ist absolut kurios und interessant und hat natürlich diverse Auswirkungen auch auf die Energiewirtschaft. Das wollen wir mal einordnen. Falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, das liegt dann an unserer Bürowelpen, die jetzt auch natürlich mit bei uns zu Hause wohnt. Kleine Eddie, der kommt vielleicht auch noch mal weiter ins Bild. Also, wir hatten schon mal, das ist ein etwas älterer Artikel aus der ZFK, Juni 2022. Ich werde nicht weiter reinscrollen, ist ein ZFK-Plus-Artikel. Aber da stand schon mal, naja, Lindner stellt den Wegfall der EEG-Umlage bis Jahresmitte in Aussicht. Tja, da seht ihr schon die Reaktion vom Welpen. Und dann haben wir jedenfalls zum 23. Februar dann plötzlich die Meldung, hey, Koalition einigt sich tatsächlich auf die vorzeitige Abschaffung der EEG-Umlage. Das ist natürlich dann jetzt eine relativ krasse Ansage. Hier werde ich auch nicht weiter runterscrollen, weil auch das ein ZFK-Plus-Artikel ist, aber auch hier steht ja schon mal, hey, der Chef des Verbands Kommunale Unternehmen, der Liebing, verspricht, die Stadtwerke werden die EEG-Befreiung weitergeben. Also wir sehen schon, da gibt es eine ganze Menge Zusammenhänge, die wir mal genauer uns anschauen sollten. Erster Tipp, wenn man sich genau mit der EEG-Umlage und dem EEG-Konto beschäftigen will, ist, auf netztransparenz.de zu gehen. Netztransparenz.de ist die gemeinsame Informationsplattform der vier Übertragungsnetzbetreiber. Und dort finden wir verschiedenste Informationen über alle möglichen Themen rund um, ja, zum Beispiel auch Redispatch oder die Regelenergieeinsatzgeschichten, die diversen Umlagen und Abgaben und darunter natürlich auch die EEG-Umlage. Wenn wir uns die Umlagenübersicht hier an sich so anschauen, dann sehen wir die letzten 10 Jahre und sehen, ja, das hatten wir auch damals schon mal im Oktober ungefähr besprochen, als die neue Höhe besprochen wurde, festgelegt wurde, dass sie irgendwann mal gestiegen ist und jetzt praktisch auf dem Stand von vor 10 Jahren wieder angekommen ist bei 3,7 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, in der Endkundenabrechnung eines jeden Stromverbrauchers finden sich unter anderem 3,7 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde als Extrakosten, die dann an den Versorger zu zahlen sind. Und dieser zahlt das dann wiederum an die Übertragungsnetzbetreiber weiter, weil die das zusammensammeln und damit das EEG-Konto bestücken. Die Absenkung für dieses Jahr 2022 von 6,5 auf 3,7 heißt ja an sich, dass 2,7 Cent pro Kilowattstunde an bisher festen Kosten nicht mehr vorkommen würden. Und dementsprechend eigentlich ja die Strompreise zum Jahreswechsel hätten geringer werden können. Und das haben sogar einige Versorger auch umgesetzt. Das ist nur natürlich während der Strompreiskrise von Ende 2021 nicht so wirklich aufgefallen. Und eher war es dann bekannt, dass ja doch viele ihre Preise drastisch erhöht haben, teilweise verdoppelt, verdreifacht haben, wegen der, ja, unter anderem Gasknappheit oder zumindest auch Gaspreiskrise. Und die hat sich ja durchgeschlagen auch auf den Strompreis. Mittlerweile beruhigt sich das Ganze ein gutes Stück. Da werden wir auch demnächst mal ein Video machen, um das mal weiter einzuordnen. Aber tatsächlich kann man davon ausgehen, dass jetzt zum Ende Februar es schon ja durchaus entspannter ist, aber wir auch im März, spätestens April, eine weitestgehend wieder vorhandene Entspannung sehen werden. Außer ein Unternehmen hat seine Beschaffungsstrategie wirklich nicht besonders nachhaltig aufgestellt. Daran wird man auch erkennen, wer wie gut aufgestellt ist für eben auch die Energiewende im Weiteren. Naja, aber dazu ein eigenes Video. EEG-Umlage war jetzt bei 3,7 Cent. Mit der Einigung der Koalition wird es ja nun dann beschlossen werden und eine kurzfristige Änderung des EEGs auch geben müssen, in welchem dann schlussendlich gesagt wird, hey, wir schaffen die EEG-Umlage komplett ab. Außerhalb der regelmäßigen Anpassung, eigentlich wird er immer Mitte Oktober festgelegt, wie die EEG-Umlage zum Jahreswechsel sich ändert. Jetzt schaffen wir sie praktisch zum Juli ab. So, was ist erstmal der weitere Hintergrund? An sich, wenn man hier unten auf die Links geht, zum Beispiel EEG-Umlage 2022, dann öffnet sich nochmal eine Übersicht und dort die Veröffentlichung der EEG-Umlage vom Oktober. Da haben wir damals reingeschaut. Hier sind die Berechnungsmethoden drin. Und wenn man dann so ein bisschen durchscrollt, kommt man unter anderem dann mal auf solche Grafiken, die darstellen, wie sich die Änderungen zusammensetzt. Eben zum Beispiel hier die Sonderzahlung Bundeszuschuss, das ist dieses Türkise hier. Oder eben dann Liquiditätsreserve und Kontostand und so weiter. Und dadurch kann man dann sagen, alles klar, wir setzen die EEG-Umlage auf diese Höhe. Jetzt gibt es im Prinzip zwei Mechanismen, die das Ganze jetzt hier weiter ändern könnten. Entweder ein derartiger Bundeszuschuss, damit die
es keine EEG-Umlage mehr geben müsste und eine außerplanmäßige Neuberechnung, die dann sagt, okay, wegen des neuen Bundeszuschusses brauchen wir keine weitere EEG-Umlage, sie kann bei 0,0 liegen, oder man entfernt die EEG-Umlage an sich und sagt praktisch, der Rest wird per Bundeszuschuss in das EEG-Konto eingezahlt. Das ist dann praktisch notwendig, also wenn man sagt, es gibt keine EEG-Umlage mehr, wird automatisch praktisch ein weiterer Bedarf ja im EEG-Konto entstehen und der könnte dann über den Bundeszuschuss geregelt werden oder eben über weitere Einnahmetatbestände. Es ist ja sowieso immer schon geplant, dass CO2-Einnahmen, also CO2-Kosten oder CO2-Gebühreneinnahmen das EEG-Konto praktisch aufstocken. Apropos EEG-Konto, auch das haben wir schon ein paar Mal erklärt in unseren Videos, aber da gehen wir auch einfach nochmal drauf. Wir gehen mal auf die Übersicht vom Ende des Jahres 21 und auf die erste für 2022. Das sind die hier. Das sind diese endlos komplexen Tabellen. Im Großen und Ganzen, ihr habt hier mal die Monate. Ihr habt oben die Einnahmetatbestände, wie zum Beispiel hier Zahlung der EEG-Umlage oder auch Bundeszuschuss und diverse andere kleinere Faktoren, vor allem aus der Vermarktung heraus, wo ihr dann auch sehen könnt, ne, Erlöse aus der Vermarktung, Januar noch 81 Millionen und dann sind wir plötzlich bei 400 Millionen, 350 Millionen, 268 Millionen, 265 Millionen, weil wir ja so hohe Preise an der Börse insgesamt hatten, haben sich natürlich auch EEG-Anlagen sehr gut vermarkten können, haben dementsprechend hier Einnahmen aus der Vermarktung generiert, die ansonsten eher unüblich waren. Es gab ansonsten diverse Zahlungen aus dem Bund. Ne? Hier 5 Milliarden, hier 3 Milliarden, hier 2, Milliarden. Insgesamt waren es also 10,8 Milliarden in etwa, die als Bundeseinnahme kamen. EEG-Umlage waren etwa 22,6 Milliarden, 3 Milliarden Vermarktung und hier noch diverse Millionen. Und dann habt ihr die Ausgabetatbestände, was dann vor allem also die Vergütung der EEG-Anlagen ist. Und am Ende hier immer den Kontostand. Also diese letzte Zeile hier ist der Kontostand. Und ihr seht, Anfang des Jahres 21 war er bei 1, Milliarden. Wir erinnern uns, dass der Kontostand im Jahr 2020 wegen der Corona-Krise teilweise im Minus war. Ne? Also Minus, dann 1, Milliarden, 2, 2,4, 2,4, 5, 4,7, 4,5, 4,7, 4,5, 7,9, 9,0, 10,6. Der EEG-Kontostand zum Dezember war also 10,6 Milliarden. Und jetzt gehen wir auf die erste Ansicht für 2022. Kontostand 12,6 Milliarden, weil wir nochmal 2 Milliarden Guthaben hier generiert haben. Das ist nochmal tatsächlich richtig viel, was aus der EEG-Umlage entstanden ist. Plus nochmal 256 Millionen in der normalen Vermarktung praktisch. Da gab es dann nicht so viele Ausgabetatbestände und dementsprechend 2 Milliarden gut gemacht. So, und die sind jetzt auf dem Konto. Wir haben jetzt auf dem EEG-Konto 12,6 Milliarden Euro. Jetzt kommen da weiterhin Vermarktungserlöse rein, weiterhin potenziell Bundeszuschüsse rein, CO2-Einnahmen dann herein. Und die Ausgaben sind halt die EEG-Anlagenvergütungen, die ja tendenziell auch besser werden, weil ja viele sehr gut vermarktete oder sehr gut vergütete alte EEG-Anlagen von den Jahren 2000, 2001 und so weiter ja langsam aus der Förderung rausfallen. Werden wir hier also mit diesen Einnahmetatbeständen und den geringeren Ausgabetatbeständen eigentlich eine sehr gute Situation haben und man bedarf dann tatsächlich keiner EEG-Umlage mehr. Die braucht man dann nicht mehr. So, das heißt, die EEG-Fördersystematik an sich funktioniert weiterhin. Wir brauchen die EEG-Umlage nicht unbedingt jetzt. Ne? Wir können das anders lösen. Also fällt die EEG-Umlage weg von 3,7 dann auf 0,0. So, was bedeutet das? Für den Endverbraucher bedeutet das, dass wir theoretisch oder auch hoffentlich praktisch 3,7 Cent pro Kilowattstunde weniger Ausgaben haben, weniger Kosten auf der Stromrechnung stehen. Tja, jetzt hatte ich ja vorhin diesen einen Zertifikatartikel eingangs gezeigt, wo der Verband Kommunaler Unternehmen gesagt hat, die Stadtwerke werden das weitergeben. Naja, es werden nicht alle Stadtwerke weitergeben können, aber bestenfalls bedeutet das, dass zum Beispiel Grundversorgungspreise oder allgemeine Stadtwerke-Tarife, es gibt auch Sonderpreise dann oder Sondertarife, günstiger werden tatsächlich. Also ob das dann wirklich 3,5 Cent sind oder 1, 2, 3 Cent, wird man noch sehen. Aber prinzipiell kann das heißen, dass sehr zeitnah die Stromtarife so an sich ein bisschen günstiger werden. Das ist natürlich super für das sowieso schon angespannte Portemonnaie. Nicht angespannt, weil es zu voll ist, sondern angespannt, weil wir haben eine harte Zeit.
Schon hinter uns und auch noch vor uns. Tja. Auch viele andere Versorger, also nicht nur die Stadtwerke, auch viele andere Versorger können prinzipiell damit ihre Strompreise auch wirklich senken, weil 3,7 Cent pro Kilowattstunde wegfallen. Wenn man halt bisher bei irgendwo 26 bis 32 Cent die Kilowattstunde lag, heißt das prinzipiell, das ist schon mal so, fast 10%, so 6, bis irgendwas Cent einfach wegfallen an Kosten. Das ist nicht schlecht. Ne? Also wir hatten früher mal die Situation, ne, wenn die EEG-Umlage so bei 6,7 Cent lag, dass sie praktisch ja ein Viertel der gesamten Stromrechnung ausgemacht hat. Ja, jetzt mit 3,7 macht sie immerhin noch, eben wie gesagt, so ein bisschen mehr als, ich habe mich vorhin vertan, als ich einen Prozentsatz gesagt habe, bin ich ja völlig daneben gewesen. Also sowas wie 12, 13% macht sie dann eben aus und die könnten jetzt wegfallen. So. Aber achte darauf, ob das wirklich passiert. Mit dem Juli haben alle Versorger 3,7 Cent weniger Kostenbelastung pro Kilowattstunde, die sie versorgen. Das heißt nicht, dass sie das auch weiterreichen müssen. Achte darauf, dass sie es tun. Die Versorger haben dann weniger Kosten. Wenn sie ihre Preise nicht verringern, haben sie automatisch also viel mehr Einnahmen, ne? Also durchaus viel mehr Einnahmen. Deutlich. Die müssen das aber nicht verringern. Also die müssen ihren Tarif nicht vergünstigen, nur weil die EEG-Umlage wegfällt. Der Tarif ist ja praktisch die Aussage, du bezahlst 30 Cent pro Kilowattstunde. Und wer sich damit weiter beschäftigt, weiß, naja, jetzt 3,7 Cent gehen als EEG-Umlage weiter, diverse andere Cent gehen als Netzentgelte und MSB-Entgelte und KWK-Umlagen und so weiter weg. Und ein paar Cent bleiben beim Versorger selbst für seinen Einkauf und für sein Personal und sein Marketing und so weiter. Und dann war es das auch schon. So. Und ein paar Steuern natürlich auch noch zu zahlen, genau. Wenn er jetzt diese Ausgaben wie EEG-Umlage nicht mehr hat, und er berechnet weiterhin seine 30 Cent. Naja, dann hat er extra Einnahmequellen. Das wird vielen Häusern auch wirklich helfen. Aber ist in dem Sinne natürlich nicht fair. Also achtet wirklich darauf, dass dann zur Jahresmitte mal eine Ankündigung kommt von eurem Versorger. Hey, wegen der verringerten EEG-Umlage werden wir auch den Versorgungstarif an euch vergünstigen. Ob man das direkt zum Juli macht oder Richtung viertes Quartal oder dann zum Jahreswechsel, kommt ein bisschen auf die Situation des Versorgers an, aber er kann auf jeden Fall seine Strompreise verringern. Das geht. Problemlos. Bei 3,7 Cent waren bisher eine staatliche Abgabe. Die muss er nicht mehr abgeben. Die könnte bei ihm verbleiben. Oder am besten bei uns als Verbrauchern. Okay, das ist die eine Seite. Was passiert natürlich auch noch? Der Versorger muss es ja nicht mehr an den Übertragungsnetzbetreiber abgeben. Das ändert natürlich für ihn so ein paar Prozesse. Er hat natürlich interne Abrechnungsprozesse, in denen er diese Kilowattstunden an den ÜNB praktisch berechnet, später nachweist und entsprechend auch zu zahlen hat. Das muss er ändern. Das ist nicht Teil der klassischen Netznutzungsabrechnung. Die EEG-Umlage ist ja separat an den ÜNB, also den Übertragungsnetzbetreiber, zu zahlen, nicht an den Verteilnetzbetreiber. Der Verteilnetzbetreiber macht die Netznutzungsabrechnung mit den diversen anderen Abgaben und Umlagen, nicht mit EEG. EEG muss also dann über einen Hintergrundprozess der Angabe und Abrechnung mit dem ÜNB rausgenommen werden. Das ist eine IT-Software-Anpassung, die da geschehen muss, auf jeden Fall. Wird aber jetzt nicht weltbewegend sein. Da sie nicht Teil der Netznutzungsabrechnung ist, ist es kein energiewirtschaftlicher Massenprozess. Das ist schon mal beruhigend. Das heißt, wir haben energiewirtschaftlich innerhalb unserer Massenprozesse in der GBKI und so weiter keine unmittelbare Auswirkung, dass die EEG-Umlage wegfällt. Als Verbraucher haben wir eine deutliche Auswirkung, weil wir können einen günstigeren Strompreis bekommen. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Aspekt. EEG-Umlagen sind ja auch zu zahlen bei zum Beispiel erneuerbaren Energien Anlagen, die betrieben werden. Ne? Und zwar teilweise vollständig, teilweise vermindert und teilweise nicht.
in der sogenannten Eigenversorgung. Wenn ich eine Anlage auf meinem Dach habe und mich selbst versorge, für diesen Strom, für diese Kilowattstunden, habe ich keine EEG-Umlage zu zahlen. Wenn ich Strom von meinem eigenen Dach einspeise, habe ich eine EEG-Umlage zu zahlen. So, und wo wird das jetzt eine wirklich merkbare Veränderung nochmal mit sich bringen? Das ist super spannend im Thema Mieterstrom. Und ich bin jetzt mal hier bei der Bundesnetzagentur auf der Seite Mieterstromzuschlag, weil hier eine tolle Visualisierung ist. Nämlich diese. Ich zoome mal noch ein bisschen näher ran. So, hier unten steht nur Anschlussnetzbetreiber, da ist jetzt mein Bild ein bisschen drüber, aber nicht so schlimm. Also hier, Photovoltaikanlage auf einem Wohngebäude, Mehrfamilienhaus oder irgendein Wohnblock halt. So. Die Anlage wird betrieben von, nehmen wir jetzt mal an, vom Vermieter. Der Vermieter hat noch einen Vertrag mit irgendeinem Versorger und holt sich von dem praktisch so den Reststrom und hat eine Abgabevereinbarung. Alles, was wir nicht verbrauchen, sondern einspeisen ins Netz, das nimmst du uns noch ab, vergütest uns dafür ein bisschen. So. Die Bewohner, die Mieter, ziehen Strom vom Dach, Mieterstrom, haben damit einen Mieterstromvertrag mit ihrem Vermieter, wo dann drin steht, du kriegst den günstigen Mieterstrom. Wie gesagt, der Überschuss geht ans Netz und wird von dem Händler halt vergütet. Der Rest wird garantiert. Die Mieter haben alles schön. Der Vermieter muss sich darum kümmern, dass er diese Verträge hat. So, jetzt kommt's noch. Für die Einspeisung, die hier kommt, kriegt der Vermieter natürlich seine Einspeisevergütung. Er kriegt außerdem einen Mieterstromzuschlag, wenn bestimmte Voraussetzungen erreicht werden. Aber im Regelfall bei einer ordentlichen Mieterstromanlage kriegt er noch einen Mieterstromzuschlag. Deswegen ist es sowieso schon ein ganz okayes Geschäftsmodell. Aber er muss an sich, der Vermieter, der Betreiber dieser Anlage, muss die EEG-Umlage abgeben an den Übertragungsnetzbetreiber. Die muss er zahlen, weil es keine Eigenversorgung ist. Er versorgt ja nicht sich, er versorgt seine Mieter. Oder wenn die Anlage von jemand anderem betrieben wird, von einer Bürgerenergiegenossenschaft zum Beispiel, er versorgt seine Vermieter, versorgt seine Mieter. Nicht Eigenverbrauch, wenn es sowieso die Genossenschaft oder irgendein Dienstleister macht, ist es sowieso ein Dritter. Es fällt also eine EEG-Umlage anzuzahlen. Das schmälert ja den Gewinn ein bisschen. Aber wenn jetzt keine EEG-Umlage mehr vorhanden ist, sondern die EEG-Umlage ab Juli bei 0 Cent liegt, fällt das weg. Also, wenn nicht noch eine andere Variante jetzt geschaffen wird, die hier stattdessen zu zahlen ist, damit das EEG-Konto noch ein bisschen Einnahmetatbestand bekommt, heißt das eigentlich, dass viele Anlagenbetreiber eine durchaus nette Situation bekommen, weil sie hier EEG-Umlage nicht mehr zahlen müssen. Es wird sich zeigen, ob es noch Alternativen dazu gibt, also ob da ein anderer Gebührentatbestand noch geschaffen wird, aber zum Beispiel nach jetzigem Verständnis wird der Mieterstrom damit ein deutlich, deutlich lukrativeres Geschäft werden, denn er muss keine EEG-Umlage mehr abgeben, der Betreiber. Egal, ob es der Vermieter ist oder eine Genossenschaft oder ein Dienstleister, es fällt dann keine EEG-Umlage mehr an. Diese 3,7 Cent fallen dann weg. Damit kann er entweder eine günstigere Belieferung möglich machen oder hat höhere Einnahmen. Und dann wird es cool. Und damit schaffen wir es auch, dass diese Mieterstrom-Geschichte zum Beispiel deutlich, deutlich weiter noch ausgebaut wird. Und eben zum Beispiel noch deutlich mehr auch, ich sag mal, Zwischenmodelle, die nicht ganz Eigenverbrauch entsprechen, interessanter werden. Ne? Wo also praktisch die Nachbarn sich gegenseitig versorgen können. Und dann eben keine EEG-Umlage zu zahlen ist, gar keine mehr. Das wird spannend. Okay, also soweit erstmal grundsätzlich zu der ganz interessanten Nachricht. Hey, wir werden ab Juli keine EEG-Umlage mehr haben. Bedeutet, wie gesagt, die Stromrechnung für uns alle als Verbraucher muss günstiger werden. Wenn euer Versorger nicht zum Juli oder kurz danach günstiger wird, würde ich dringend den Versorger wechseln. Die haben es sich gerne auch mal verdient, ein paar Cent jetzt mal extra zu verdienen. Deswegen vielleicht erst im August, September, Oktober eine Preisänderung wünschen. Aber wenn sie dann nicht langsam aber sicher kommt oder zum Jahreswechsel aller spätestens, würde ich den Versorger auf jeden Fall wechseln wollen. Weil, hey, der hat diese 3,7 Cent dann nicht mehr zu zahlen. Ja, ansonsten, wie gesagt, als Versorger muss ich das nicht mehr abgeben an den ÜNB. Alles klar.
Das muss ich halt organisieren in meinen internen Prozessen. Und wir müssen mal beobachten, wie sich das EEG-Konto entwickelt. Wie gesagt, sind aktuell 12,6 Milliarden Euro drauf und wir haben diverse Einnahmemöglichkeiten und nicht ganz so viele Ausgaben mehr. Von daher ist das insgesamt eine gute Nachricht. Es muss aber eben auch noch seine Wirkung entfalten. Wir werden sehen. Das werden wir weiter beobachten. Okay, soweit die Zusammenfassung, was jetzt hier passiert. Die EEG-Umlage fällt zum 1. Juli 2022 tatsächlich vollständig weg.